Ich glaube, es ist immer so, wenn die Türen zugehen, haben wir einfach einen Speicherpunkt. Das heißt, wenn die Türen zugehen, können wir nicht mehr. Wir werden nicht mehr gespawnt, wo wir zuletzt den Quicksave gemacht haben. Ich glaube, das war verständlich. So, wir haben jetzt hier, das ist unser kleines Steinesäckchen. Da haben wir jetzt 9 Steine rausbekommen. Das können wir uns mit Kreis anzeigen lassen. Und wenn man Kreis und nach rechts drückt und dann loslässt, dann wirft Abe, glaube ich. Manchmal. So. Ah, ich habe das anders in Erinnerung gehabt. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier die ganzen Minen kaputt machen, damit wir die Hebel bedienen können. Nummer 1. Das war scheiße. Ich glaube, der hat auch nicht nach oben geworfen, ne? Ist irgendwie anders in Erinnerung, dass der wirft. Was ist das? Sehr merkwürdig. Um neue Steine zu bekommen, müssen wir die wegschmeißen. Die übrigen. Okay, jetzt haben wir keine mehr. Also wir können jetzt nicht den Sack anstoßen, wenn wir noch 3 Steine haben. So, und dann machen wir die Türchen auf. Oh. Oh. Und im nächsten Bildschirm befindet sich, glaube ich, ein... Ja, ein... Geheimnis, so heißt das. Sehr schön. Sieht man an den Fläschchen. Ich glaube, da muss man sich jetzt einfach hier noch fallen lassen. Natürlich. Okay. Ab geht's. Für eine Mark. Und noch ein Geheimnis. Das befindet sich nämlich hier unten, glaube ich. Es ist ein Geheimnis im Geheimnis. Auch nicht schlecht, ne? Also wir müssen, glaube ich, mit dem Dings hoch. Quicksave natürlich. Ja. Das ist wunderschön. Man sieht, nur Darkness sind jetzt nicht mehr grün, sondern grau. Und grau heißt blind. Blind wollen wir nicht haben. Also wollen wir schon haben, aber es ist schwieriger zu handeln. Okay, hier ist alles safe. Wir machen einen Quick Save. Und ich finde das auch ganz lustig, dieses Ding da oben, was sich so dreht. Ich finde, das sieht so aus wie Treppenstufen irgendwie, die hochgegangen werden. Ich weiß nie so ganz, was das sein sollte irgendwie. Es sieht halt aus wie so ein Bildschirm, wo Treppenstufen sind, die hochgehen. Könnte natürlich auch irgendwie so wie so ein Ventilator sein oder so, aber ich finde, das sieht aus wie Treppenstufen. So. In den Krachraum. Okay, die bleiben so stehen. Einer nach dem anderen, ganz wichtig. Schön quicksafen. So, an die Arbeit. Dann können wir jetzt nämlich den nächsten rufen, aber ich glaube, jetzt müsste... Trotzdem, nee, wir reden nach links, da müsste eigentlich auch der linke Erste aufstehen und nicht der rechts, der Typ. Ja. Das ist nämlich auch wichtig bei denen, in welche Richtung man redet. Und die sich nämlich sonst nicht angesprochen fühlen, wenn man von denen wegredet. Ich weiß nicht, wie sich das verhält. Wenn nur einer im Bildschirm ist, ob man dann, egal in welche Richtung, quatschen kann. Ich mach mal einen Quick Save. Nee. Ah. Nee. Okay, der ist noch durch. Der ist noch durchgekommen. Ich habe schon gedacht, das Ding wird wieder zugehen.
Der ist auch noch durchgekommen. Wunderschön. Ja, wunderschön. Und das Schöne ist, die checken auch, dass da was ist zum Händeln. Ich sag mal Händeln, zum Drehen oder so. An die Arbeit. So. Jetzt muss er mitkommen. Können da, glaube ich, nicht runterfallen, deswegen lasse ich die gegen die Wand laufen. Was ist hier? Einfach noch ein paar mehr Mudakens und wir haben die 7 Stück, die fehlenden, in diesem Stollen gerettet. So, 45 von 75 Arbeitern im Bergwerk schon mal gerettet. Das ist doch schon mal ein Fortschritt, oder nicht? So. Ab nach oben. Ich glaube, wir können... Ja, wir müssen den Brunnen benutzen. Oh, wunderschön. Der schießt uns auch direkt nach rechts. Oh. Wie viele Steine haben wir noch? 6 Stück sollte reichen. Ja. Ausgang Stollen 3. Ohne Rückkehr. Diesen Screen habe ich auch nie verstanden. Ich mache trotzdem Quicksave, auch wenn die Tür zu ist. Man weiß ja nie. Dreifach abgesichert. So. Das wäre jetzt echt. Ah, ne, man kann natürlich auch im Springen diesen Sack berühren. Deswegen ist das nicht so schlimm. So. Hier haben wir ganz viele Minen, genau. Okay, das hat schon mal nicht gereicht. So, 3 Stück haben wir noch und im nächsten Screen sind, glaube ich, auch noch ein paar. So. Muss ich mir merken, wo ich war. Ich war hier. Dann müsste das jetzt hier. Und wir machen hier jetzt schon mal einen Quick Save. Denn das wollen wir nicht nochmal machen. Der sollte eigentlich nicht zu nah sein. War aber schon sehr nah. Wir müssen auf die Säge hier aufpassen, denn die mag uns zu zerfleischen. Wie viele haben wir noch? 2. Sehr schön. Dann holen wir uns neue Steine. Man kann die auch, also wenn man sich daneben hockt, kann man die mit Quadrat aufnehmen. Man kann aber auch einfach sich über die Stellen und dann hinhocken, dann werden die auch direkt aufgenommen. So, wir machen einen Quick Save. Denn jetzt wird es wieder gefährlich. Haben wir aber geschafft. So, die sollte jetzt einrasten. Ja. Wo kommen wir denn jetzt hin? Okay, es ist wieder Bomben-Action. Das. Nein, falsche Richtung. Aber das ist doch nicht dein Ernst. Ich glaube, oben die müssen wir gar nicht kaputt machen, weil ich glaube, das ist eh nur, um zu betrachten, was im nächsten Screen passiert. Oh, da bin ich zu früh aufgestanden. Aber hat noch gepasst. So, dann gucken wir auch mal, was denn hier im nächsten Screen passiert. Okay, wir müssen doch unten. Also wir brauchen auf jeden Fall beide. So, Tür auf. Das war schon mal doof. Das war gut.
gut. So, und die anderen müssen wir, glaube ich, von hier aus machen. Oder ich versuche einfach drüber zu springen. Wie viel haben wir denn noch? Ich sehe das gerade gar nicht. 4. Dann machen wir mal. Na. Die müssen dann auch aus dem Bildschirm raus sein, um neue zu bekommen. So, haben wir wieder 9 Stück und ich versuche jetzt einfach mal da drüber zu springen. Das war gut. So, sehr schön. Hatte ich gerade doch ein bisschen Angst, weil ich zu früh abgesprungen bin, aber hat schon gepasst. Blinde Mudakenzone. Ja, das weiß ich. Keine Fläschchen hier. Gehe ich das Risiko einfach mal ein. Und rette den guten Mann. Rennt natürlich erstmal gegen die Wand. So. Ja, stimmt, das andere waren alles Geheimnisse, ne? Das ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass wir auf einen blinden Mudaken treffen. Entschuldigung. Ah, wunderschön. Wunderschön. Ich glaube, das hier ist noch gar nicht so schlimm, weil wir müssen einfach nur durchkommen und dann können wir den direkt aktivieren. Ja, und dann... Ach, das wird einfach. Ich dachte, wir müssen den jetzt noch mit da durchschleusen, wenn alles an ist. Hier muss ich aber Quicksave machen. Dankeschön. So. Ein Arbeiter im Stollen. Genau, das ist der, der da vorne sitzt. Und normalerweise sollte jetzt hier auch alles aus sein. Genau. Dann können wir den einfach neben uns herlaufen lassen. Ja, der hat schon ein bisschen tiefere Stimme. Natürlich kann er nicht rennen, der geht einfach nur ganz normal. Schleichen kann der auch nicht, das ist dem ziemlich egal. Der läuft einfach nur so, wie er gerade lustig ist. So. Haben wir hier auch alle gerettet. Es fehlen uns noch 18 Stück. Stimmt das? Weiß ich nicht. Wichtig, Menschen kaputt machen. Ich bin ja lieber immer ein bisschen vorsichtiger. Als dass ich dann irgendwie alles dreimal machen muss. So. Okay. Oh. Also das mit dem Werfen, das kann ich noch nicht so gut. Die Steine da oben brauchen wir eigentlich gar nicht. Machen wir das schon mal auf. Kommst mit. Okay. So. Warte. Okay. Den können wir hier retten.